Hallo YouTube. Ich melde mich nach langem auch wieder zurück. Ich hatte in letzter Zeit viel Stress. Ja, ständig muss er arbeiten, ne? Als allererstes möchte ich mich bei meinen neuen Abonnenten bedanken, dass sie auf meinen Kanal gefunden haben. Und ja, möchte mich auf diesem Wege bedanken, als jetzt jedem einzelnen was in die Infobox zu schreiben. Ich fand das in letzter Zeit. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Um was es heute gehen soll, ich habe einen Tabak mitgebracht. Von dem habe ich schon sehr viel gehört und auch sehr viele Videos gelesen. Und bei meinem gestrigen Streifzug durch die Stadt bin ich da rein zufällig darauf gestoßen. Und zwar handelt es sich um den Orlik Golden Sliced Flake, den habe ich gesehen und habe mir gedacht, oh, habe schon sehr viel davon gesehen und gehört, den kaufe ich mir jetzt mal. Habe ich mir gekauft, kostete mich die 50 Gramm, ich glaube 9,95. Ja, doch 9,95. Der Tabak kommt hier als so Strang hier so daher. Denn kannte ich jetzt noch nicht, fand ich auch mal eine Idee. Eigentlich keine schlechte. So muss der Pfeifenraucher auch mal ein bisschen was tun, um sein Genuss zu bekommen. Der Orlik Golden Sliced riecht nach am Anfang, wo ich das Pouch geöffnet habe, roch der Tabak für mich. Er roch für mich irgendwie so ein bisschen nach Tee. Nach schwarzem Tee oder so. Also so empfinde ich das. Finde ich sehr, mal ein sehr, sehr anderes, angenehmes Aroma. Wenn man, ja, Aroma. Der Tabak besteht aus sonnengereiften Virginias und wird für längere Zeit erst als Kuchen gepresst und dann in solche Streifen geschnitten, wie ich sie eben gezeigt habe. Er lässt sich wunderbar in die Pfeife einbringen, anzünden. Das Einzige, was in der Pfeife übrig bleibt, ist ein weißer Aschehaufen. Und zu den ganzen anderen Tabaken, die ich so zu Hause habe, die zwar auch Virginias enthalten, aber doch auch Black Cavendish oder Perique oder ich glaube, ich habe gar keinen Takia-Tabak hier. Auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Auch eine Abwechslung zu dem MacBarry Navy Flake, den ich auch lecker finde, aber ich kann auch nicht immer das MacBarry-Aroma haben. Finde ich sehr gut. Ich würde ihn empfehlen. Stärke würde ich sagen, es steht hier drauf. Stärke ist mittelstark. Raumnote ist auch sehr angenehm. Ich hatte beim Rauchen auch das Gefühl, dass so eine minimale Zitrusnote mitschwingt. Aber im Vordergrund steht halt der Virginia. Gefiel mir sehr gut. Wenn das Pouch hier alle ist, mal sehen, ob es noch ein zweites zu mir schafft. Wenn ich bis dahin nichts Besseres finde. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Achso, was ich noch sagen wollte. Den Orlik Golden Sliced, den ich würde ihm jeden Anfänger empfehlen, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Flakes haben. Aber es stellt eigentlich kein Problem dar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und für mein zweites Video habe ich auch schon eine neue Idee. Bis dann. Tschüss.